Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Falls meine Stimme etwas komisch klingen sollte, entschuldigt das bitte. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich nehme das gerade um 7:30 auf und mein Kopf ist noch nicht da, wo er sein sollte. So, wir stehen hier heute in Railedale. Ihr habt es auf dem Thumbnail ja schon gesehen, welches Pferd wir uns holen werden. Und zwar wird es heute einer der süßen Tinker. Ich kann mich aber gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht entscheiden, ob ich mir den Buckskin holen soll oder den Apfelschimmel-Schäckel. Das Problem ist, ich finde die alle toll. Den Palomino-Schäckel habe ich bereits, meines Summer Breeze. Und so vor der Aufnahme dachte ich mir, komm, du holst dir den Buckskin. Und jetzt stand ich eben hier vor dem Apfelschimmel-Schäcken, den ich seit ewigen Zeiten im Auge habe, weil ich Apfelschimmel liebe und Schäcken toll finde. Und, oh Gott. Ich weiß es nicht. Die anderen sind auch alle toll. Die werden auch alle noch einziehen. Aber es geht dann halt so ein bisschen nach meiner Farbpriorität. Ich denke, ich werde sie holen. Ja, es ist definitiv der Apfelschimmelschecke. Er lacht mich an, seit ich das erste Mal nach Railedale gekommen bin. Ich weiß nicht, warum ich mir damals den Palomino-Schecken gekauft habe. Ich fand das irgendwie so toll mit den Palominos zu dem Zeitpunkt, aber ich. Mein Herz hat wehgetan, weil ich zu dem Zeitpunkt nur Starcoins für einen der Tinker hatte. Beziehungsweise hier im Spiel heißen sie ja Irish Cup. Aber gut. Dann fangen wir mal an. So. Der Tinker kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 1. Kann man ab Level 6 kaufen und kostet 850 Starcoins. Der Tinker bzw. das Irish Cup ist ein Generation 3 Pferd, ist von 2019, gibt es insgesamt in 7 Farben. 6 davon stehen hier in Railedale, die eine ist in der App, das ist nämlich der Schimmel. Und ja, hat soweit ich weiß auch keine spezielle Animation. Die hat in dem einen Auge braun und blau. Oh, wie toll! Es liegt Magie in der Luft, wenn du einen majestätischen Irish Cob siehst, der über ein Feld trabt, während seine füllige Mähne und die Fesselbehaarung im Winde wehen. Auch wenn seine schiere Größe ziemlich einschüchternd wirken kann, musst du nur in die großen, warmen Augen eines Irish Cobs schauen, um zu wissen, dass du einen Freund fürs Leben gefunden hast. Der Irish Cob wurde ursprünglich von Roma in Irland gezüchtet, um ihre schweren Karawanen durch die Landschaften zu ziehen. Er ist ein sehr starker, zuverlässiger und robuster Begleiter, der von wenig Nahrung leben und Wind und Wetter aushalten kann. Der Irish Cob, eine Mischung aus drei verschiedenen Pferderassen, hat seine Größe und sein ruhiges Temperament vom Shire Horse geerbt, seine Stärke und Beweglichkeit vom Clydesdale und seine Widerstandsfähigkeit vom Dales Pony. Die Roma mochten bunte und reich verzierte Karawanen und natürlich mussten auch ihre Pferde atemberaubend sein. Der Irish Cob passte da perfekt, mit seiner prächtigen Mähne, dem Schweif, der extravaganten Fesselbehaarung und seinem auffälligen gescheckten Fell. Irish Cob-Enthusiasten auf Jorvik haben eine Vielzahl von Färbungen in die Rasse eingeführt. Mit der richtigen Pflege kann dieses Pferd sogar einen richtigen Bart tragen. Bekannt für sein außergewöhnlich ruhiges und sanftes Wesen ist der Irish Cob sowohl ein geduldiger Partner für neue Reiter als auch als ein Therapiepferd, das hilft, jedes Hindernis zu überwinden. Auf Jorvik ist der Irish Cob besonders bei den Druiden von Railedale beliebt, die die Kälteresistenz der Rasse verbessert haben. Seine dicken und flauschigen Fesselhaare halten die Irish Cob warm und machen ihn so zum idealen Begleiter für Expeditionen in Jorviks eisigen Weiten. Ein Pferd, das spektakulär aussieht und mit dir durch dick und dünn geht. Der Irish Cob wird dir ein treuer Freund auf verschiedenen Reitabenteuern sein. Hinweis: Wegen der prächtigen Fesselbehaarung werden an dieser Rasse keine Gamaschen angezeigt. Genau, die kann man gar nicht ausrüsten und das mit der Kälteresistenz hat sich ja jetzt auch erledigt. Die waren früher kälteresistent, du konntest mit denen also ins Dinotal reiten, ohne dass das Pferd zu langsam war. Aber da Starcell das ja rausgenommen hat, macht das ja jetzt natürlich keinen Sinn mehr. So, wir kaufen die Süße. Ich habe auch schon direkt einen Namen für die. Ich hoffe, den gibt's noch, sonst bin ich nämlich echt sauer. Marzipan, süß. Marzipan, süß. Das ist aber richtig süß. Okay, Morning gibt's auf jeden Fall schon mal. Wir müssen jetzt nur noch zu D. Da. Morning Dew, der Morgentau. Ich hoffe, das war jetzt richtig.
weil ich ja kein Englisch kann, habe ich mir mal alle Namen, die es in StarSelb gibt, aufgeschrieben, alle Vor- und Zunamen und habe daraus eine Liste erstellt und das alles übersetzt. Glaubt mir, das war mehrere Tage Arbeit. Und ich habe die Liste nicht mehr. Ich weiß aber, dass das Morgentau heißen sollte, deswegen gefällt mir auch der Name so gut. Ich hoffe das zumindest. Verzeiht mir meine Englisch, meine grottenschlechten Englischkenntnisse. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Okay, ich werde sie jetzt anziehen und dann sehen wir uns später auf der Druidenkoppel wieder und danach geht es zum Friseur. So, hier stehen wir jetzt oben auf der Druidenkoppel. Ich habe der Guten ein pink-schwarzes Outfit angezogen. Ich finde, das steht dir mega gut. Erstmal werden wir jetzt über die Farbe reden. Also, ihr wisst, ich liebe Apfelschimmel, ich liebe Scheckungen. Das ist das Label, das hier auf diesem Pferd vereint hat. Ist sowieso toll, weil ich liebe schwere Pferde. Ich liebe Pferde mit viel Bähne und viel Fesselbehang. Also ist dieses Pferd ist quasi das perfekte Pferd für mich. Ich liebe die Tinker, auch in Star Stable. Ich weiß nicht, was mich bisher davon abgehalten hat, nicht alle zu kaufen. Wahrscheinlich, weil ich gerne Mischmasch beim Leveln habe. Ich habe keine Ahnung, woher Sattel und Trense sind. Ich glaube, die sind aus dem Global Shop. Keine Ahnung. Die Decke gibt es, glaube ich, in Moorland. Und die Schleifen sind, glaube ich, aus Golden Hills. Genauso wie die Satteltasche. Die ist von Fort Pinter. Und die Spinne ist aus Epona, von der Spinnenquest. So. Ich liebe diese Plässe. Ich liebe diese Punkte an der Nase. Das Einzige, was mir beim Tinker auf die Nerven geht, ist, dass er so viel rumzappelt. Ja, du, genau. Du bist ja noch schlimmer als Summer Breeze hier. Ich liebe es, wie die Scheckung sich hier durchzieht. Ich liebe es, wie die Beine gezeichnet sind. Oh. Dieser volle Schweif und die volle Mähne finde ich einfach so toll. Und dass sie jetzt auch noch hier in dem einen Auge zwei verschiedenfarbige Augen hat, ist einfach Hammer. Übrigens hieß der Tinker bis April 2020 tatsächlich auch noch Tinker. Dann wurde es von Star Stable geändert. Dann wurde er in Irish Cob umgenannt, weil Tinker in manchen Ländern ein Schimpfwort ist. Beziehungsweise eine Beleidigung für das fahrende Volk oder so. Deshalb wurde der Tinker in Irish Cob umbenannt. Ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Das Pferd ist so süß. So, ich zeige euch jetzt die Gangarten unkommentiert. Und dann sehen wir uns später beim Friseur wieder. Viel Spaß! Das waren die Gangarten von der Hübschen. Und wir gehen jetzt zum Friseur und gucken uns dann diese wunderhübsche Mähne mal genauer an. Bis gleich. So, hier stehen wir jetzt beim Friseur. Der Tinker hat einiges an Mähnenstile. Wir fangen aber jetzt erstmal mit der Standardmähne an. Auf der einen Seite hier richtig schön viel Mähne, finde ich super schön. Ist beidseitig, also da ist richtig viel Mähne dahinter. Ich liebe diesen Schopf, ich finde das total toll, wie der den Schopf schmeißt, auch dass er hier so ein bisschen über die Augen hängt auf der einen Seite. Den Schweif sieht man jetzt nicht so gut, aber der ist halt ziemlich voll. Das ist richtig schön. Dann haben wir eine kurze Mähne, die finde ich bei ihr allerdings nicht so schön, obwohl bei einem Hengst würde das wahrscheinlich sehr gut aussehen, weil das einfach zeigt, wie breit der Tinker sein kann. Ist auch wieder beidseitig. Ein Schopf geht so. Bei dem
Schweif habe ich eben dabei in der Kamera unten gesehen, dass die Strähnen sehr dick sind. So, dann fangen wir jetzt mit den Zöpfen. Wir gehen jetzt mit den Zöpfchen weiter. Ja, sind nicht meins. Ich zeig's dir trotzdem. Zeigt halt, also auch die Zöpfchen zeigen halt, was für einen breiten Kopf der Tinker hat und auch was für breite Schultern der Tinker hat. Wir gucken uns den Schweif am besten von Kamera 1 mal kurz an, damit wir uns auch unten die Sachen ansehen können. Ja, der Schweif ist eigentlich ganz okay bei den Zöpfchen. Dann haben wir hier die etwas kürzere Mähne. Finde ich eigentlich auch noch ganz niedlich. Das gibt ihr so ein bisschen jugendliches Aussehen irgendwie, als wäre sie noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Die geht nur auf einer Seite. Der Schopf finde ich hier allerdings ganz in Ordnung, auch wenn er natürlich nicht so schön mitschwingt. Und den Schweif, der Schweif ist oben in Ordnung. Unten ist er mir zu dick, definitiv. Zu dick ausgefranst. Hier haben wir noch eine andere Mähne. Die finde ich eigentlich auch ganz okay, obwohl mir die Strähnen unten etwas zu dick sind. Die geht auch wieder nur auf die eine Seite. Wie war bei der? Der Schopf gefällt mir hier nicht so ganz. Irgendwie. Also vom Ansatz her ist der Schweif sehr schön detailliert. Das finde ich toll. Die Strähnen unten sind mir zu dick beim Schweif. So, dann haben wir jetzt noch... Ach! Kann der Tinker etwa... Der Tinker kann tatsächlich einen Bart tragen. Süß. Süß, süß, süß. Ja, das ist halt... Ah, das sind alle Mähnen halt nochmal mit Bart. Ja, dann haben wir hier die Standardmähne mit Bart. Die kurze Mähne mit Bart. Die sieht irgendwie aus wie so eine Ziege. Die Zöpfchen mit Bart. Hätten sie auch einen Bart flechten können. Die hier mit Bart. Und dann noch die mit Bart. Ich finde, sie sieht aber ohne Bart schöner aus. Weil ich mir den... Ich weiß es nicht. Der Bart sieht halt ein bisschen komisch aus. Ich persönlich habe auch noch keinen Tinker mit Bart gesehen. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Tinker gesehen, aber ich kenne jetzt auch keinen Tinker mit Bart. Aber ich bleibe bei der Standardmähne. Ja, du bleibst immer schön in Pose, gell? Dann reiten wir mal hier runter fürs Fazit. So. Das Lustige ist, ich stelle mich immer genau so hin, dass ich beim Reiten eigentlich komplett geradeaus gehen müsste und ich renne trotzdem jedes Mal wieder ins Gebüsch rein. So, mein Fazit zum Tinker bzw. zum Irish Cup. Ich finde den total schnuckelig. Ich mag ihn von den Farben her, ich mag ihn vom Körperbau her. Ich finde ihn von den Animationen, finde ich ihn super gelungen. Das Einzige, was mir ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass er so viel rumzappelt und ständig am Posen ist. Ja, guck nicht so. Aber ich mag die Gänge auch. Die Gänge sind so ein bisschen so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich bin so ein bisschen gechillt. Hab einen weiten Weg vor mir, deswegen teile ich mir meine Energie halt ein, gell. Man merkt, dass es halt ein bisschen schwerfälliger ist. Ist ja auch für so ein breit gebautes Pferd auch in Ordnung. Finde ich super, ich finde es aber super schön. Ich finde, er tritt aber jetzt gerade im Schritt ein bisschen vorsichtig auf. Aber ich finde ihn trotzdem toll. Und ich liebe das Steigen, weil er so kurz stehen bleibt und dann so ganz langsam runtergeht. Ich liebe das Steigen beim Tinker. Das finde ich total toll. Ich werde keine Fotos von dir machen. Vergiss es, du kleine Poserin. Also, ich kann den Tinker nur empfehlen, wen es nicht stört, dass der Tinker von 2019 ist. Aber ich finde ihn von den Animationen her super gelungen. Ich finde ihn von der Fellfarbe super gelungen. Ich kann nicht meckern. Noch einmal schön drehen. Damit die Kamera auch dein hübschen Po sieht. Ja, okay? Oh, guck dich so. Du Poserin. Ja. Das war es eigentlich. Also mehr kann ich zum Tinker nicht sagen. Ich finde ihn toll. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.